Muss noch ein cooles Intro machen. Ach so, ja, warte. Skins? Wir gucken uns krasse Skins an, die wir bald vielleicht in Counter-Strike sehen. Let's go! Optimal, Gretel. Bei mir kommt sowas einfach natürlich rüber. Naja, er hilft den Leuten und fliegt und er hilft den Leuten. USP ist Hyperbeast. Meinung. Also die, da würde ich aber doch ordentlich meinen, meine Damen und Herren. Das wird so gut aussehen. Das wäre so geil. Das wäre so geil. Ich will die haben, bitte. Big L? Also ich sag auf jeden Fall, Win, hört euch mal das geile Ding an. Nein, viel zu wenig zu sehen vom Pattern. Ich finde das gut. Also, gut für eine Pistole halt. Bei der finde ich das Bild besonders nice mit den Zähnen. Ich muss hier auf jeden Fall auf Yes gehen. Ganz klar. Eine Nightfire Dragon? Die ist was für Dark Souls auf jeden Fall. Das ist so eine Dark Souls Waffe. Guck mal. Gerade dieser Fade von Lila da hoch in die rötliche Region, sehr schön. Erinnert oben so ein bisschen an die Imperial Dragon, oder? Die finde ich auf jeden Fall auch gut. Ist ein Big W, würde ich sagen. Die kommt halt nicht ins Spiel, außer der Macher ist der Typ von der Imperial Dragon, weil es geklaut ist. Also, nehmbar. Machen wir rein, ich erlaub's. Das erinnert aber ganz stark an einen Wolfenstein oder beziehungsweise, ich habe so eine alte DOS-CD gehabt mit DOS-Games. Ich könnte schwören, da war ein Game drauf, Wolfpack, und das war genau so. Das sah genau so aus. Es ist ein bisschen arg viel rot, ja. Also für mich bekommt die trotzdem auf jeden Fall ein weiter, weil es ein sehr schöner Skin ist. Aber der ist jetzt bei mir nicht extrem weit oben. Guck mal, ich finde jetzt auch hier, das Bild gerade eben, aber auch hier in-game, ich finde, da geht's. Mit der Beleuchtung, dann passt das. Mit diesen dunkleren Stellen hier und so, da kann man das wirklich nehmen. Guck mal, da, Kredl. Wie die nässische Leuchte. Das ist schon gut. Aber trotzdem weiter. Ich meine, ich kann die Waffe nicht angucken und sagen, die soll nicht weiter. Weißt du, so als 3 Euro... Hier sieht sie halt wirklich krepel aus. Guck mal, wenn du das Bild vergleichst, dieses Bild mit dem Bild in-game, da ist viel mehr Kontrast und alles. Das ist schöner. Alter Falter, was ist denn hier unten? M4A für einen Air Raider. Das ist schön. Das ist ein geiles Ding. Das ist so ein schöner Hyperbeast-Anwärter in etwas chilliger. Von der Mache auch, offener Mund, hier das Beast, auch sehr biestig. Und dann halt hier so ein bisschen Einhorn, was weiß ich, Schrubbelpeter. Aber auch die Beast-Farben. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Mr. Beast, oder? Hat denn die auch so ein blaues Vieh? Ich mache auf jeden Fall auch Yes, also ist ein schönes Ding. Kann man sich eher weniger beschweren, euch. Dragon Fairy V2. Das ist jetzt so ein Purple Skin, Gretel? Am I right? Irgendwie hat die was Komisches, was einem nicht gefällt, oder? Findet ihr auch? Die hat irgendwas, was das kacke macht. Ist es das Viech an sich? Ist das scheiße? Die ist schon pink, okay. Vielleicht, weil er nach hinten schaut. Vielleicht ist es das, was mir gerade so negativ aufstößt. Ich meine, die meisten Sachen, die so gedingelt sind, zeigen halt nach vorne in Schussrichtung, oder? Da brennst dir die Hand ab. Naja, gut. Was würdet ihr sagen? Hop, top, flop? Cop. Die ist nicht schön, sagt zack, tot. Ja, ich finde, die hat auch irgendwie etwas an sich, was kacke ist. Schlecht ist sie nicht, aber nee. No thanks. Wir müssen auch hart sein. Man muss einfach mal hart durchgreifen und sagen, so, nein, danke. Okay, eine neue Agentin oder was? Oder ach, ein Sticker. Kredl minus minus, okay. Aber das Bild ist gut. Bild cool, aber Sticker-Umsetzung scheiße. Sehr stark. Fair Golden, willkommen im Stream. Lustig ist es aber, nein. Ich würde das Bild verbrennen. Chemie, willkommen übrigens. Schön, dass du da bist. Was geht? Alter Knödel. Gut, dann ist das hier ein No Thanks und weiter geht's. Eine MAC-10 8. Pang. Okay. Gretel, das ist ein Blue Skin. Da machst du nichts. Das ist ein Blue Skin. Vielleicht sogar hellblue. Sieht schön nach einer echten Waffe aus. Eine, die man wirklich tatsächlich irgendwie genau mit diesem Skin in Amerika kaufen könnte. Hinterm Kindergarten oder so. Blue Skin. Durch und durch, oder? Finden wir den trotzdem schön, dass er weiterkommen soll? Würden wir den gerne in CSGO sehen? Denkt an CS2. Zwecks Beleuchtung und hin und her. Blue Skins muss es auch geben. Wir können ja nicht nur Red Skins durchwinken. Die MAC-10 würde ich Loki nicht mal meinem schlimmsten Feind traden? Nur in CS2, Lader und Proper Raider. Kann ich jetzt dann trotzdem einfach weitergehen oder war es das jetzt oder was? Okay, eine Sache gucken wir uns noch an, dann scheißen wir ins Bett. Meinung zu dieser Wumme. Gut, ich bin vorne drauf, aber da ist nichts mehr. Dann wollte ich wieder die Pornoskins an. Big Fat Humongous Boba Skinnerizies. Alter Falter, das Ding als Redskin, holy shit. Würde ich direkt nehmen, direkt. Geil, arschteuer Collection Skin, die ist sexy. Ich mag Kirschblüten. So ein geiles Ding, oder? Kirschblüten, die Kois, weißer Hintergrund, die Fisch. So eine schöne Komposition.
Außer, dass man die über die ganze Map leuchten sieht. Ja gut, einfach Wild Lotus mit einem Fisch in Weiß. Zahle ich gute 300 für viel Tested. Viel Golden, reicher Mann. Würde meine PS5 eintauschen dafür. Okay, okay, dann machen wir die auch rein. Kann ich leider nicht für abstimmen, die habe ich jetzt einfach nur gesehen. So, damit würde ich jetzt dann mal diese Skin-Beschau schließen. Kredl, zwecks Clip. Oder halt nicht Clip, sondern Highlight wäre das dann. Das kann man ja länger machen. Wäre das jetzt sehr geil, wenn du gleich hier ein Ende setzt. Und zwar, danke fürs Zuschauen. Und das war's. Ich war dann einfach hinten dran. Outro. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.